Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir am Ende noch unser riesiges Heer hier losgeschickt, ihr seht es schon. Da laufen Tonnen, Tonnen und tonnenweise Soldaten lang. Wir haben unser komplettes Heer einfach mal auf eine harte Mission geschickt. Schauen wir, wie gut es funktioniert. Problem, wir haben kein Brot mehr, wir haben fast keine Kleidung mehr und wir sind sehr am Arsch, weil ich gedacht habe, Bürgerliche wäre die erste Stufe gewesen. Nicht so schlimm. Oder ich habe jetzt so viele zu Bürgerlichen gemacht, dass hier unsere Reputation... Alter Scheiße! Gerade zu Boden fliegt. Ja. Hups. Das hätte ich vielleicht anders machen sollen, ne? Aber wir versuchen uns gerade zu retten. Wir tun immer noch... Produzieren ist Hölle. Wie schaut so ein Fisch aus? Fisch ist sehr knapp bei Kasse. Fisch ist echt knapp bei Kasse. Warum ist hier ein Haken und warum ist hier ein Haken? So, weg. Und hier haben wir Fisch drin, das sollte jetzt aber gut funktionieren. Wir weisen hier einfach immer noch mehr Menschen zu. Unser Dorf ist sehr beliebt. Oh, schau mal, er steht schon. Unser Schneider kriegt hier auch mittlerweile eine neue Aufgabe. Wie schaut es denn mit essensmäßig so aus? Weizen alles. Weizen, Mehl haben wir tonnenweise. Bedeutet, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Bäcker mehr. Bedeutet, wir bauen einen Bäcker. Aber was mich interessieren würde davor, macht der Bäcker positiv? Ich weiß es nicht, weil er steht genau hier mittig. Das ist super. Wenn ich nicht wüsste, ob der Bäcker positiv oder negativ ist, kann ich ihn dementsprechend platzieren. Aber da wir das ja jetzt nicht wissen, Heureka, jetzt kann ich wieder probieren. Oder sieht man vielleicht, ob der negative Auswirkungen hat. Also eine Bäckerei kann ich mir nicht vorstellen, dass die negativ ist, oder? Aber ich würde die sonst gerne hier hinten irgendwo mal platzieren. Warte mal, die platzieren wir einfach hier hinten drin. So. Wenn es ein Scheißplatz ist, hups. Konnte ich nichts dafür. Machen denn die mittlerweile eigentlich Umsatz? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aha, er hat diese Woche für 200 Euro 8 Bier für 200 Dollar verkauft. Hier scheint irgendwie im Aufenthaltsraum noch nichts zu passieren. Ja, super. Ja, toll. Vier Passanten haben sich angeschlossen. Oh Gott. Alter, hier geht Kohle über den Markt. Brot ist halt dezent langsam schon eine Sache, ne, wo man sich Gedanken machen muss. Aber wir haben uns gerade irgendwie stabilisiert. Ich weiß nicht wie. Aber es schaut gut aus. Kleidung ist halt immer noch ein Grund. Nein, 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 nein. Könnt mich alle haben. Könnten mich alle mal am Sack haben. Ist die Brücke fertig? Nee, ich würde schon sagen. Kann doch nicht sein, dass die Brücke schon fertig ist. Das wäre jetzt aber verdammt schnell gegangen. Also Sand sind im Ausland. Schwierigkeit ist gerade schwer. Wahrscheinlich, Erfolgswahrscheinlichkeit. Behaltet meine Truppen bei euch. Der kriegt noch eine Runde. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich hier umbauen soll. Eigentlich muss das Gebäude sich jetzt auch mal erweitern, ne? Also eigentlich braucht es hier schon noch mal so eine extra Holzerweiterung jetzt endlich. So, und dann hier so ein Türmchen dran noch, einen kleinen. Und nochmal eine Holzerweiterung hinten rum. So. Dann erweitern wir dich mal. Auch Baubeginn. Das ist jetzt, Alter, das wird immer stressiger eher. Ich dachte, es wird nach einer Zeit gechillter, weil du so deine Base hast und alles. Aber das wird immer stressiger, habe ich das Gefühl. Vor allem jetzt dann das Umsiedeln aller Fischer nach hier drüben. Das muss ja in einem Flow eigentlich gehen. Oder relativ flott. Aber sie sind immer zu viele. Also ich halte mich irgendwie. Frag mich nicht wie, aber ich halte mich. Der hier macht schön viel Kleidung, läuft. Haben sie den Schäfer denn da hinten schon mal? Oh, der ist immer noch nicht fertig. Was haben wir denn noch gebaut? Jetzt mal so blöde Frage. Wie läuft es eigentlich mit der Kirche?
Ja, die ist noch lange im Bau, würde ich mal sagen. Die braucht noch. Ja, ja. Die braucht noch. Der Köhler ist auch fertig. Können wir da vielleicht schon wieder einen neuen einsetzen? Wie schaut es mit unserer Eisenproduktion aus? Besser als davor. Wir kaufen jetzt mal ein Stück Land hier. Um, wie gesagt, die Fischproduktion zu erweitern, müssen wir auf... Jetzt ist alles offen, ne? Und ich sehe nichts mehr. Alter, hier geht's. Oh, ein paar Soldaten sind schon verwundet. Das ist natürlich scheiße. Hier, und das muss als nächstes noch gekauft werden. Auf jeden Fall. Fürs Erste reicht es. Einfach um mal die Fische fürs Erste schon zu machen. Schwierigkeit ist extrem schwer, aber wir schaffen es trotzdem. Schauen, wie gut unsere Soldaten sind. Immer noch 995 plus. Wir haben so viel schon erweitert. Ich würde den dann gerne hier noch erweitern. Dann können wir hier noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht noch ein bisschen Weizen anbauen und so Zeugs. Na, keine Ahnung. Brot macht mir irgendwie Sorge. Also Brot macht mir echt Sorge. Ah, genau. Jetzt soll ich ja nur noch gebaut haben. Wo ist denn der Bäcker? Da soll er hinkommen. Bitte aufstellen. Der wäre wichtig eigentlich. Der wäre eigentlich sehr, sehr wichtig. Ist die Brücke denn fertig jetzt? Nee. Da fehlt immer noch 40 Stein. Alter. Ich habe Stein nie echt, noch nie so wichtig gefunden wie jetzt. What the fuck? Aber wenn wir hier das frei haben, ne, und wir das alles definieren können als Wohngebiet. Auch nicht schlecht. Das bringt natürlich auch nochmal ein ordentliches Plus. Das, glaube ich, bringt echt nochmal ein ordentliches Plus. Und da muss man halt überlegen, ob man nicht hier sagt, macht man wieder so ein Quadrat nur für Wohnungen. Oder wie man das regelt, weil hier natürlich drüben dann Arbeiter sind. Wo vielleicht die Leute auch gerne in der Nähe wohnen würden. So. Ja. Wir brauchen echt eine höhere Holzproduktion. Das sollten wir vielleicht echt mal bald hier ansetzen. Dass wir hier die Förster rübersetzen. Aber lassen wir erstmal vielleicht. Lass mich raten, du willst wieder Fisch. Nee, diesmal Bären. Aber damit kann ich dir leider nicht helfen. Mit Bären ist mir leider bei dir nicht zu helfen, denn wir haben da selber nichts von. Dezent uncool, aber ja, was soll ich denn machen? Ich kann auch nicht immer zaubern. Aber jetzt sind sie hier fleißig schon am Tragen. Der Fisch sollte sich wenigstens bei uns erholen, oder? Ja, er erholt sich. Vielleicht so in den 30, 40 Jahren. Wir sind jetzt bei 20 Fisch gerade auf Lager. Auf Lager, ne? Das ist noch nicht mal verbraucht. Aber die Nahrung hält sich überhaupt nicht. Die Kleidung hält sich mittlerweile wieder, obwohl ich glaube, dass die Nahrung sich, sobald wir den neuen Bäcker haben, auch hält. Oh, meine Soldaten sind zurück. Wo sind sie denn? Da kommt ein fetter Trupp. Da kommen sie. In einem Packer. Ich bin gespannt, was sie mitgebracht haben. Was habt ihr mitgenommen? Was habt ihr mitgenommen? Was habt ihr mitgenommen? Sagt es mir. Ich bin euer König. Hallo. Sagt es mir bitte. Halt, hier geht's ab. Was sich die Leute wohl denken. Oh, die haben aber eine strenge Formation. Die. Und ich kann das Gold nicht aufnehmen. Nein, Mann. Speer? Es gibt Speere? Moment. Mein Level 6er hier, der kriegt jetzt mal einen Speer. Stärke 5. What? Ja klar, das kriegen die besten Leute, kriegen jetzt hier Speere, du. Alter Shit. Ja, das ist jetzt... Holla! Jetzt habe ich das 2000 Gold und was habe ich nicht gemacht? Das ist eingelagert. Warum? Weil ich nicht genug Platz habe. Ja, war da jemand mal wieder dumm? Ja, sowas von.
Zwei Vorbilder haben sich null angeschlossen, die wahrscheinlich, weil wir bumm voll einfach gerade sind. Ist denn diese blöde Brücke jetzt mal fertig? Nee, ist immer noch nicht. Gott im Himmel. Ich brauche endlich hier die Fischerei. Sowas von dringend. Ich kann hier überall eigentlich Fische irgendwann hinbauen. Das wird alles hier nur ein Fischerhafen. Ja, lass die doch erstmal ausruhen. Sie sind gerade heimgekommen. Wie geht's mit dem Bäcker voran? Habt ihr den langsam? Ja. Wir brauchen nur noch 20 Werkzeuge und davon haben wir welche auf Lager. 75 sogar. Holla. Das ist unerwartet. Und wie viel Schwerter habe ich eigentlich nochmal auf Lager? Kann ich die nicht verkaufen anfangen? Wenn wir sagen, wir tun auf 40 beschränken beim Verkauf. Hat nicht irgendjemand hier voll viel gegeben für Schwerter? Kauft Schwert für 25 Gold. Dann verkaufen wir jetzt Schwerter. Wir drehen das Limit mal hoch. Bis zu 50 und verkaufen bis Wert. Easy. Dann machen wir wieder da drin mit so viel Kohle. Weil 10 Schwerter sind allein 250 Gold. Was natürlich dezent viel ist. Auch nur so dezent. Hey, wir stehen wieder voll gut gerade. Also kleidungsmäßig auf jeden Fall. Brot wird wieder sinken, weil wir halt noch nicht das wieder aufhalten, aber Kleidung ist bei 102. What? Wie geht das? Also was brauchen wir denn hier? Das könnt ihr nicht auch mal auf Prio setzen, bitte. Wir bräuchten mal hier bitte schon den Ausbau schnell. Hast du hier mittlerweile Sachen? Ja, dann bau das Teil. Wir brauchen Brot. Wir brauchen Nahrung fürs Volk. Wie geht's da hinten voran? Der ist... Oh, der ist fertig. So knapp davor, ey. So knapp davor hört er aus. So, nö, jetzt... Nö, doch nicht jetzt. Was erwartest du von mir? Ich bin Baumeister. Nee. Jetzt habe ich irgendeinen zum Leibeigenen gemacht, ohne dass ich es eigentlich wollte. Ich würde eigentlich gern 1-2 zu Bürger befördern. Genau deswegen. Dankeschön. Kann ich die Steuerbehörde freischalten? Und ich habe keinen Plan, was das ist. Schau mal. Gibt es die hier zum Bauen? Nee. Taverne, Kirche, Hülse. Wo baut man denn eine Steuerbehörde? Eine Zypresse. Oh mein Gott, ich kann Zypressen bauen. Hier kommen jetzt mal ein paar Zypressen hin. Steuerbehörde, Gebäudefunktion wurde freigeschaltet. Ist das eine Gebäudefunktion? Steuerbehörde generiert zusätzliche Einnahmen durch das Einziehen von Standort. Ich kann extra Geld einnehmen. What? Oh, ihr habt jetzt gerade mich auf den falschen Fuß erwischt, meine Freunde. Oh, ihr habt es so falsch am Fuß erwischt. Oh, ihr wisst gar nicht, ich werde euch die Steuern aus den Hosen reißen. So, das hat keiner gehört. Jetzt macht es dann richtig Ching-Ching, du. Jetzt macht es richtig Ching-Ching. Schaut's mit der Brücke aus. Margaret, kannst du diese Brücke bitte beenden? Wo ist Margaret? Da ist Margaret. Und Margaret beendet jetzt den Steinbrückenbau, damit wir endlich den Fischer weiter können. Yes! Oh, du geiles Ding. So, wo ist denn jetzt hier unser schöner Fischer? Fischer. Ich werde immer in der Arbeitsplatte jetzt dann sowas von hassen. Fischer besser noch. Weil ich so viel Fischer bauen werde. Nein, hat das nicht so funktioniert mit der Anhalten? Fischerhütte. Wie hat es nochmal funktioniert, dass ich mehr bauen konnte? So.
So. So. Da entstehen jetzt wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Fischhütten. Also 7 neue Arbeitsplätze insgesamt. Die es aber auch bitter nötig haben bei uns, weil wir ansonsten echt untergehen irgendwann. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Ideen habt, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Oder wenn ihr andere Spiele von mir, bei mir sehen wollt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, unbedingt einen Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.